Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal ein bisschen anderes Video als sonst. Ist jetzt mal ein bisschen ernster und nicht so witzig wie sonst. Und zwar möchte ich euch heute einfach mal meine Geschichte und meinen Umgang mit dem Tod von meinem Vater erzählen. Dazu kann man einfach sagen, im Moment läuft so in meinem Leben eigentlich ganz gut. Unser neuer Film wurde jetzt für den Jugendfilmpreis nominiert. Ich bin jetzt in der 11. Klasse. Schulisch habe ich jetzt keine Probleme und sozial eigentlich auch nicht. Also mein Leben ist gerade eigentlich ganz gut. Also kann man vielleicht sagen, dass ich mit dem Tod von meinem Vater erfolgreich umgegangen bin. Wobei das eigentlich echt komisch gesagt ist. Also man kann einfach sagen, dass ich jetzt gut dastehe, dass ich jetzt nicht irgendwie an Drogen abgestützt bin oder so. Auch wenn das vielleicht irgendwie ein bisschen klischeehaft ist, aber egal. Ich habe mir überlegt, ich erzähle die Geschichte heute einfach mal, soweit wie ich sie erzählen kann. Ich kann eigentlich relativ offen mit dem Thema umgehen, ehrlich gesagt. Und dann aber auch wird zwischendurch immer mal wieder so ein Tipp sich herausstellen. Ja, also ich werde auch viele Tipps geben. Also das Video ist jetzt vielleicht auch gerade interessant für Leute, dessen, ja, vielleicht einerseits sie genau das gleiche Schicksal haben wie ich oder auch halt für Freunde von Betroffenen ist es vielleicht ein ganz cooles Video. Also meine Eltern waren damals schon getrennt. Und dann am Ostersamstag 2011, das war der 23. April, habe ich dann meinen Vater zum letzten Mal gesehen und ich bin dann halt zu meiner Mutter in die Wohnung gegangen. Ja, also wir haben getrennt gelebt. Ja, ich bin dann einfach zu meiner Mutter in die Wohnung gegangen und habe mich dann halt von meinem Vater ganz normal verabschiedet. Meine Mutter und mein Vater hatten bis dato auch ein ziemlich gutes Verhältnis. Und dann habe ich mich halt einfach ganz normal von ihm verabschiedet und er wollte dann eine Motorradtour alleine durch die, Gott, wohin wollte er fahren? Ich glaube durch Italien wollte er fahren und auch ein paar alte Bekannte besuchen. Ich war dann bei meinen Großeltern bzw. auch bei meiner Mutter, habe dort dann auch Ostern gefeiert. Am Ostersonntag, da habe ich halt so ein paar coole Sachen bekommen und am Ostersonntagabend habe ich dann auch noch mit meinem Vater telefoniert. Das war dann auch das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben. Ich habe ihm halt so erzählt, was ich bekommen habe und so. Und das war, ja, das war das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe. Und daher natürlich auch ein relativ krasses Erlebnis. So, wenn ich jetzt auch zurückdenke. Echt krass. Dann am Ostermontag war es so, dann war ich bei meiner Mutter in der Wohnung. Also, mein Vater ist um 1:30 gestorben. Zu dem Tod kann man nur sagen, dass er halt mit dem Motorrad zwischen zwei Autos durchfahren wollte und dann hängen geblieben ist. Und es war kein Raserunfall, also nichts Falsches von meinem Vater denken. Und da hat er sich dann halt in der Luft überschlagen und ist dann ziemlich dumm irgendwie auf den Boden aufgekommen, sodass er innerlich verblutet ist, sowas. Er hat einen Helm getragen, hat aber leider nicht viel geholfen. Und eine Frau, die dort in der Nähe, also dort genau an der Straße wohnte, hat ihn dann gesehen und ist dann sofort zu ihm hin. Und sie hat anscheinend noch so gesehen oder miterlebt, wie er seinen letzten Atemzug vollendet gemacht hat. Wir wurden dann um 2:30 angerufen ungefähr, dass mein Vater einen Unfall hatte. Uns wurde nicht gesagt, dass er gestorben ist, sondern erstmal nur, dass er einen Unfall hatte. Das war dann für mich schon ziemlich krass irgendwie. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Ich habe mir zwar die ganze Zeit gedacht, was wäre, wenn jetzt kommt, dass er tot ist, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Und ich saß dann, ich weiß noch, ich saß dann auf der Couch. Meine Mutter war total aufgeregt und hat die ganze Zeit alles Mögliche versucht, um da jemanden zu erreichen. Und das ist halt auch, wir wussten einfach nicht, was jetzt ist und wir konnten niemanden erreichen so. Und deswegen kann ich mir auch so verdammt vorstellen, bei so Katastrophen, wo so ganz viele Menschen sterben oder ganz viele Menschen verletzt werden, wie schlimm das sein muss, wenn man einfach niemanden erreicht, weil wir haben locker eine halbe Stunde lang telefoniert und wir haben jemanden angerufen, aber wir haben niemanden erreicht, wir haben keine Informationen bekommen. Und hallo, das ist mein Vater und der Ex-Mann von meiner Mutter, also wir haben da eigentlich schon ein Recht darauf, das zu erfahren. Aber egal, ich saß dann auf der Couch, war total aufgeregt und so. Und dann irgendwann hat uns jemand angerufen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, es war meine Tante. Und meine Mutter hat dann am Telefon nur so nein, nein, nein gesagt und so. Und dann wusste ich eigentlich schon, was passiert ist. Und dann ging es echt los, da war ich richtig, richtig am Verzweifeln, hab richtig geweint und geschrien und alles. Und das war definitiv keine schöne Zeit. Ich lag dann wirklich am Boden und ich konnte es natürlich noch nicht realisieren. Es ist einfach so, als ob du ohne Vorwarnung, als ob jetzt einfach, wenn ihr jetzt am Computer sitzt und euch das Video anschaut
und auf einmal einfach, ihr geht raus und eure Mutter ist einfach tot oder euer Vater ist einfach, sagt einfach weg. Einfach ohne Vorwarnung, mit einem Schlag ist er einfach tot und ihr seht ihn nie wieder in eurem Leben und könnt auch nie wieder mit ihm reden. So müsst ihr euch das vorstellen. An dem Abend kamen noch Freunde von mir, die jetzt auch noch meine besten Freunde sind eigentlich, kamen dann an dem Abend noch. Der Abend war dann für mich sozusagen, also er war halt den Umständen entsprechend eigentlich relativ toll, weil halt viele Freunde da waren und ich bin dann halt inmitten dieser ganzen Freunde auch eingeschlafen. Und jetzt machen wir mal so einen Sprung, so in die nächsten Tage, da gehe ich jetzt nicht mehr so nah drauf ein. Am nächsten Tag ist es halt immer das, und das ist jetzt auch ein Tipp für euch. Ich wurde zum Beispiel am nächsten Morgen dann angerufen und so von einem Kumpel und gefragt, ja, wie geht's dir, Mann, und so. Klar, natürlich geht's mir nicht gut, aber trotzdem ist es einfach cool, wenn man merkt, das kümmert jemanden, ja. Also ich kann euch ans Herz legen, falls von euch jemand Bekanntes gestorben ist, nicht einfach so ignorieren oder so denken, oh scheiße, was machen wir, sondern ruft doch mal an, fragt, hey, mein Beileid, wie geht's dir, sowas kann eigentlich nicht schaden, also ich habe mich drüber gefreut, aber an der Stelle muss ich auch mal sagen, ich kann sicher nicht für alle Opfer sprechen, aber ich kann nur sagen, wie ich es gefunden habe, also gib mir nachher nicht die Schuld, wenn es nicht geklappt hat, aber ich hätte mich damals gefreut darüber und oder hatte mich gefreut darüber, und soweit ein Tipp von mir. In den Tagen danach war ich auch mal bei meiner Großmutter, also bei der Mutter väterlicherseits. Die hat schon ziemlich viele Männer in ihrem Leben verloren. Also nicht Ehemänner, sondern Söhne und so weiter. Und der ging es auch echt nicht toll. Und dort haben wir dann auch Erfahrung gemacht, was es eigentlich heißt, wenn man von den Medien manipuliert wird. Und zwar kam dann... Also wir waren da in einem Haus und dann stand auf einmal vor unserem Haus ein Wagen mit einer relativ bekannten Boulevardzeitung, dessen Namen ich jetzt mal besser nicht nennen, die Bild. Und diese haben dann uns interviewt, beziehungsweise standen vor unserem Haus, ja, wir waren alle eigentlich eher in Trauerstimmung. Das wussten wir natürlich auch, aber die hat es natürlich nicht gejuckt. Und die haben dann irgendwie nicht wirklich viele Informationen bekommen, und am nächsten Tag kam dann so ein total beschissener Bericht über Todesdrama um meinen Vater. Also mein Vater war eigentlich, also ich sage jetzt nicht Fame oder bekannt, aber er war halt relativ erfolgreich. Peter Böhm, vielleicht sagt euch der Name was. Es war halt irgendwie schon ein Name so in Stuttgart, und ihm hat früher der Feinkost Böhm gehört. Falls jemand aus Stuttgart kommt, das sollte man eigentlich kennen. Und es ist schon worüber was... Also so ein Ereignis, über das man vielleicht berichten könnte. Die Bild hat dann auch ganz gut darüber berichtet. Also der Bericht ist eigentlich eine Beleidigung an die Familie. Und für das werden die auf jeden Fall irgendwann noch... Und sorry für den kleinen Ausbruch, aber sowas ist halt einfach so, schafft man Probleme. Das hat mich damals noch viel mehr runtergezogen, als ich so einen Scheißbericht, so einen total... dreckig recherchierten Bericht über meinen Vater gelesen habe. Das hat mich damals noch viel mehr runtergezogen als manche andere Sachen. Also an alle Zeitungen mit euren Lügen könnt ihr Menschen mehr schaden, als ihr vielleicht denkt. So, jetzt machen wir mal einen Sprung. Also in den nächsten Monaten ging es mir ziemlich schlecht. Und da hatte ich irgendwie, da realisiert man dann erst, wie sehr der einem fehlt, und da realisiert man auch erst, dass er wirklich tot ist. Ja, weil ich war es ja gewohnt, dadurch, dass meine Eltern geschieden waren, immer mal eine Woche bei meiner Mutter zu sein, ja. Und nach einer Woche, ja, irgendwie so nach ein paar Monaten ging es dann halt los, wo ich dann so gecheckt habe, wow, ey, er ist tot, du wirst ihn nie wieder sehen. Und dort aber auch wirklich, ich habe wirklich von vielen, vielen Leuten immer den Rücken gestärkt bekommen, und ich habe auch versucht, das mich ziemlich gut abzulenken. Also Ablenkung ist auch so ein Tipp. Lenkt euch ab. Nicht mit Drogen, sondern halt mit anderen Sachen. Ich habe wirklich viel mit Freunden gemacht, und ich habe meine Freunde auch immer so gefragt, hey, wie bin ich drauf? Bin ich traurig oder so? Wie verhalte ich mich? Und die meinten auch alle immer, dass ich eigentlich relativ cool war, also dass ich normal, fröhlich drauf war. Und mir hat es damals immer geholfen, als jemand gesagt hat, hey, deinem Vater tut es jetzt nicht mehr weh.
Dein Vater leidet jetzt nicht mehr. Es seid nur noch ihr, die drunter leidet. Ey, und wenn du jetzt anfängst, Drogen zu nehmen, so als klischeehaftes Vorurteil, denkst du wirklich, dass dein Vater dann stolz drauf wäre? Wenn nur weil er gestorben ist, ihr jetzt komplett den Bach runtergeht? Das will er ja nicht. Ja? Und das hat mir damals sehr geholfen, das alles zu bespielen. Ich meine, gut, ich war damals 11, ich habe noch nicht mal an Drogen nehmen gedacht. Ist klar, aber trotzdem. Natürlich habe ich auch mit meiner Mutter echt gut zusammengehalten. Also da war ich auch echt dankbar, dass sie da wirklich viel geholfen hat. Und auch allgemein meine ganzen Großeltern haben da wirklich viel getan. Und das war wirklich einerseits auch eine tolle Erfahrung zu sehen, wie sehr die Familie sich eigentlich um dich kümmert. Deswegen solltet ihr das auch immer schätzen lernen. So als Tipp kann ich einfach sagen, dass also jetzt, zum Beispiel jetzt 4 Jahre nach dem Tod von meinem Vater, finde ich es einfach toll, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du bist wieder ein Vater oder neulich, als ich da an dem und dem vorbeigefahren bin, musste ich wieder dran denken, dass ich mit deinem Vater mal da das und das Witziges erlebt habe. Also so, ich sag mal, eine witzige Geschichte über den Vater, denke ich mal, hat mir nie geschadet. Vielleicht schadet es anderen, aber mir hat es nie geschadet. Was noch ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr den jetzt zum Beispiel seht, zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr seid in der Klasse und von einem Klassenkamerad der Vater stirbt und ihr kennt den Klassenkamerad aber nicht so übertrieben gut, also ihr sagt kurz Hallo so, aber ihr kennt euch jetzt nicht übertrieben gut. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist so, wenn er reinkommt, so, oh mein Gott, da ist er. So, das auf keinen Fall. Seid ganz normal zu ihm, als ob eigentlich nichts gewesen wäre. Sagt kurz, dass es euch leid tut. Sagt, mein Beileid, Mann. Falls du was brauchst, falls du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Sowas. Und dann einfach normal zu ihm sein. Das fände ich damals am coolsten. Also das würde ich auch immer so machen, wenn jetzt ein Kumpel von mir, der Vater, stirbt. An eurer Stelle würde ich auch immer erstmal so sehen, wie geht der mit dem Tod von seinem Vater um. Zum Beispiel, ich kenne auch welche, die wirklich gar nicht darüber reden können. Und wenn dann irgendwie mal am Esstisch damit darüber angefangen wird zu reden, dann gehen die aus dem Raum. Also ich zum Beispiel kann euch alles erzählen. Also falls ihr mal irgendwelche Fragen noch habt, dann könnt ihr wirklich jederzeit auf mich zukommen oder mir auf YouTube eine Nachricht schreiben. Kein Problem. Aber ihr müsst das einfach so im Fingerspitzengefühl haben, wie geht der so damit um. Es gibt Leute, die reden viel darüber, die haben kein Problem darüber zu reden. Dann gibt es Leute, die reden darüber, mögen es aber nicht so. Und dann gibt es halt Leute, die mögen es nicht darüber zu reden, die reden auch nicht drüber. Und dann sprecht sie halt auch nicht drauf an, redet über ein anderes Thema, ja. Helft nicht, wo ihr nicht helfen könnt in dem Sinn. Macht es einfach so, wie er es will. Wie gesagt, so ein altes Bild von meinem Vater oder so, wenn ich sowas immer von irgendjemandem geschenkt bekomme oder so, sowas freut mich persönlich immer ziemlich arg. Deswegen macht es doch bei euren Betroffenen am besten auch so. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, sprecht mich an oder schreibt mich an. An alle, die das Video jetzt wirklich schauen, weil ein Todesfall in der Familie vorgekommen ist, mein herzliches Beileid. Auch wenn ich denjenigen nicht kenne, ich weiß auf jeden Fall, wie es euch jetzt geht. Tut mir sehr leid, aber bleibt stark und denkt dran, euer Vater, der leidet jetzt nicht mehr. Es seid nur noch ihr, die leidet. Deswegen macht das Beste draus und stürzt nicht an irgendwas ab.